Willkommen zurück, weiter geht's. Prost. Der Geile. Doch, das ist mein Ernst. Das ist nämlich Radeon Rot. Du bist genau in derselben Situation. Bester Sockel. Sockel 7? Es muss ja keiner die Musik hören. Kann ja auch einfach nur das Bild da lassen und gucken, wann die Pappnase hier wieder sitzt. AM4 ist super. Genau, konntest du mal rauchen. Guck mal, pinkeln. Carrie Holzman trinkt auch Cola. Ich habe jetzt leider kein Wasser geholt. Das ist natürlich dumm, ne? Da müssen wir nochmal eine Pause machen. Bis gleich, Freunde. Hat uns Spaß. Ich habe ja auch noch Kaffee. Also, wer hätte gedacht, dass das Case immer noch warm oben wird, natürlich. Ja. Wer hätte das nicht gedacht? Sieht chillig aus, der Kollege. Dalk 89. Ja, natürlich. Wir haben eine gute Zeit gemeinsam. Grüß dich. Ich überlege gerade, was stinkt denn hier? Ist es die Milch oder bin ich es? Oder ist es der Kaffee? Also tendenziell müsste man das wahrscheinlich vom Airflow her auch mal ähnlich optimieren wie das andere Case auch. Oder man macht halt einen leistungsstärkeren 80er Lüfter hinten rein. Popelsuppe! Servus! Die Enermax werden eh ein bisschen wärmer, weil die ein bisschen auf Silent getrimmt sind. Kaffee abends um 3. Ja, und dann noch so ein kleiner Pott. Aber gut, passiert. Vor lauter Basteln hat das Essen vergessen. Was? So als Hinweis nochmal, wer das Ende des letzten Teils geschaut hat und natürlich gerade hier mit dabei war, live. Dieses Gesäusel, was der Rechner am Anfang gemacht hat, das liegt an dem 80er Lüfter, den ich rückwärtig eingebaut habe. Der ist nämlich ein temperaturgesteuerter. Und das hört man. Was bedeutet diese Kategorie IRL? Dass ich im Mittelpunkt stehe und ihr auch. Das bedeutet das. Nee, das ist nur eine Überwachung der Drehzahl des Lüfters im Netzteil. Hey, doofen Pfand! Nimm mich auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Der Teufel ist raus! Eine wunderschöne Nachtruhe! Wunderbar, danke dir fürs Einschalten. Gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Auch am Handy! Klartext quatschen mit der Community. David Miller, Mahlzeit, auch ewig nicht gesehen. Sehr schön. Also jedenfalls läuft das hier noch. Ich glaube, ich werde nur noch Siebter. Performance ist so lala. Ich habe ja auch alles aufgerissen, aber darum geht es ja hier nicht. Sondern darum, ob es läuft und wie so das Temperaturgefälle ist, sage ich mal. Mein Lüfter sagt nur Eigentlich müssen wir den ja austauschen, ne? Eigentlich müssen wir den ja gegen einen kleinen Schreihals austauschen. Damit in dem Bereich, wo der 80er sitzt, einfach mehr Luft rausbefördert wird, weil es ist halt schon dämlich. Auf Retro-LAN ist in dem Raum ja immer schon tendenziell eine unglaubliche Hitze. Und
da ist das dann halt schon ein bisschen, bisschen Evil Knievel, ne? Gute Nacht, Spooky NL. Danke fürs Einschalten. Hey, Cypress Neo. Grüß dich. Muss leider gehen. Aber bis zum nächsten Mal. Was dampft stärker, Cracky oder der Rechner? Ich glaube, ich habe so lecker Lüfter da. Oh, da stehen die. Steht die ganze Crowd. Ist das nicht schön hier? Alter 4 geht gar nicht. Das Spiel ist inkompatibel mit Alter 4. Quit! Back to the system, baby. Zack! Der Magic M Retro PC. Schönes Ding, ne? Wir können da hinten eine coole Turbine einbauen. Yeah, danke fürs Abo. Andreas, danke dir! Wup, wup. Pflanz mal einen modernen CPU-Kühler auf die CPU. Wenn das so einfach wäre. Auf dem würdest du nicht spielen wollen, wollen wegen der Lautstärke, oder was? Du, auf Retro-LAN ist sowieso laut, da hörst du eh nichts von. Aktuelle AGP-Geschwindigkeit 1x. Warum? Festplatten-LED, natürlich geht die. Gesehen? Das ruckelte schon, aber warum ist das nur einfach AGP? Sie funktioniert! Sieht man das? Oh, Sinoob, moin! Bling, bling! Geht, geht nicht, geht, geht nicht! Was ist denn das? Ja, das ist cool, Mundra Britta. Schön, dass du dir das anguckst, das freut mich sehr. Sowas ist immer der Burner, genauso wie mein Eistee, den ich aus dem Cola-Glas trinke und einer der Zuschauer macht es gerade auch. Naja, so kann das kommen. So, ich möchte gerne ins BIOS, bitte, bitte, bitte. So, dann schauen wir mal wegen der AGP-Kirmes. Was machen wir heute? Wir haben heute zwei Netzteile bisher getauscht. Bei Systemen, die 4-5 Volt Power brauchen. Steht auf Auto. Wir stellen mal auf 2x. Das sollte ja mindestens drin sein. Bei 4x ist immer die Wahrscheinlichkeit da, dass es relativ instabil wird. BIOS Update. Das müsste aktuell sein. Fast Rides sollte man eigentlich auch nicht unbedingt anmachen. Aber warte mal, wir können auf jeden Fall die Aperture Size hochstellen. Wir haben ja 512 MB RAM sogar drin. Ah, ne, das wollen wir nicht. Aber das könnte schon daran liegen, dass er das über Auto nicht gemacht hat. Ja, dann viel Spaß. Und danke fürs Einschalten. Du wirst lachen mit dem BIOS Maus steuern. Der erste PC, an dem ich so meine richtigen Erfahrungen gesammelt habe, das war der 486er DX33 von meinem Kumpel. Und der hatte schon BIOS mit Maus. Ah, du bist jetzt Folge 19, ja. Stell dich auf Trockenheit ein, Mundraub Ritter. Ich bin so froh, dass ich diese Lücke geschlossen habe mittlerweile. Ich meine, im Prinzip sieht man nicht, wie wir den roten Schild kaufen. Ich glaube, wir kaufen den.
Und das war's. Ansonsten verpasst man eigentlich nichts. Radeon 8500. Einfach. Vielleicht muss ich auch den VIA-Chipsatztreiber nochmal drüber bügeln. Machen wir doch mal den Fast Ride an. Nee, war kein hochkanter Balken. Das war schon ein richtiger Mauszeiger. Der Gringo hat noch RAM da. Das ist super. Ja, jetzt forschen wir gerade ein bisschen. Gerätefehler während Auswählen. Modecon Codepage. Was? Codepage-Befehle werden von diesem Gerät nicht unterstützt. Hä? Hier ist auch irgendwas mit ATI-Tag. Ich dachte, der lief schon 27 Stunden. Jetzt doch nicht, Kevin. AGP1X. Hat sich nichts geändert. Wir bügeln mal den Chipsatztreiber drüber. Da halt X mal drüber spielen, kann auch nicht schaden. 90C. Und unterdessen mache ich hinten mal meinen File-Server an. So. Ja, den nochmal drüber bügeln kann nicht schaden, oder? Schönen guten Abend. Wer ist denn da? Der Manu Ciao? Hallo. Kannst du näher zoomen? Ja, ja, mach ich. Ich stelle auch die Desktop-Auflösung auf 1024 runter, dann ist es besser zu verfolgen. Ciao. Hat jemand infizieren lassen? So. Mein Setup zeigen? Kann ich gleich gerne mal machen. Ich will mal mit der Kamera durch den Raum fahren. Ein bisschen. So, Treiber. VIA 4-in-1 Retro. Give it to me, baby. Da ist er doch. Naja. Daigaro, hi.
Es ist fast immer jemand da. Denn ich habe ja Krekis Basteknacht. Ja, gute Nacht, Simlos, und danke fürs Einschalten. Einen erholsamen Schlaf, einen schönen Sonntag. Schalt doch morgen wieder ein zu Elizabeth Tower. The Building. The Building Built in Lego. Installieren wir mal AGP in Turbo-Modus. Weil wir es können. Waren das Zeiten? Ruhigere Zeiten. Ja, war schön, ne? Peace Seeker. Neustart. Kein konstantes Internet. Auf den Team Fortress Classic Patch für Half-Life über ISDN musste man 2 Stunden warten. Ab 10, 11 Uhr so in etwa fängt der Bersi an. Also morgen Lego Baustream. Wer das ultimative Chill-Erlebnis haben will, Lego. Es wird der Elizabeth Tower, der Big Ben wird gebaut. In riesig mit über 4000 Teilen im Livestream hier an dieser Stelle. Morgen Abend Schmähen. Morgen Abend sollte normalerweise der Schmähen auch am Start sein, ja. Natürlich gucken, ob der Bersi das schafft. 10 Uhr schaffe ich nie. Liegst du da noch im Bett? Nee, oder? Hast Verpflichtungen wahrscheinlich. 10 Uhr abends? Nee, 10 Uhr morgens. Muss ausnüchtern. Der Mathe kann gleich wach bleiben. Nur auf Retroland kribbel ich früh raus, hä, Jimbo? Winke ich immer mit den Brötchen. Ach, ist das schön. So. Gucken wir mal, ob sich was verändert hat. Oder ob der Smart Guard sagt, nö. Hey! Dann will man doch eigentlich auch fast schreiben haben, oder? Oder nicht? Reboot. Da ist ja Bier, Cracky. Da ist Bier. Was? Wo ist Bier? Oh. Dann schauen wir bei eBay oder kleiner sagen, weißt du was? P45. Ist das an mich? Nee, oder? Auf der Retro-Lan wegen Jimbo. Achso. Retro-Kaffeetasse. Komm, Code-Page-Befehle werden vom Gerät nicht unterstützt. WTF. Trink mehr Kaffee. Ja, ich weiß nur nicht, was der VIA KT266 so zu AGP vierfach sagt. Ich habe da immer so Erfahrungen gehabt, dass es so relativ schnell instabil werden kann. Schier 100 Ole Ola Retro PC ist da. Yes. Und wenn wir ehrlich sind, war der Unterschied zwischen zweifach und vierfach jetzt nicht so gravierend. Aber für die Grafikkarten war es schon wichtig, dass die AGP-Kirmes wenigstens lief. Also, wir gucken mal, wie die Performance vom Spiel jetzt ist. Alte Hardware, alte Probleme. Yes! Auf den ersten Blick unwesentlich besser. Oh, hier ist aber auf jeden Fall. Woo! Was so faszinierend bei diesen Need for Speed Spielen ist, dass alles irgendwie so... Alles wirkt so falsch. Von der Architektur her.
Wisst ihr, was ich meine? Dass das alles so komisch, krumm und schief aussieht. Das sieht aus wie der Architekt von Asterix in hier und Kleopatra da. Der ägyptische Architekt. Aber es läuft auf jeden Fall besser. MechWarrior, yo. Haben wir auch mal ein Video zu gemacht. Wir planen uns auf der Retro-Lan, das gezockt haben. Sehr, sehr geiles Spiel. Trotzdem schön. Ja. Schlecht ist die Grafik auf keinen Fall. Und es läuft auf jeden Fall besser. Ja, ansonsten AGP vierfach. Gib ihm, ne? Abstrakte Kunst. Ich stelle mal vierfach ein. Aber krass, ne? Auf sowas kommst du dann ja nicht unbedingt. Ich hatte ja den Treiber installiert, aber dann hat wahrscheinlich irgendwer wieder irgendwas überschrieben und dann war es weg. Notlicke this 200, da fehlen die ganzen Stats in Orange, der Kraka und Spoo. Spoo. Notlicke this. Notlicke this. Go home, you're drunk. Notlicke this. Einfach nur priceless. Ja, komm dann, 4X-Mode. Ab, auf geht's. Tspu. Tspu. Not look at this. Tspu. Not look at this. Oh, Mann, ey. Vierfach for the win. Ja, vierfach. Instabilität, ich komme. Aber eins muss man sagen, der Baum stoppt das Auto. Naja, heute ist das nicht mehr der Fall, ja. Echt nicht? Kann man Bäume umnieten? Ziemlich unrealistisch. Ich hätte mal wieder richtig Lust auf Porsche. Mundraubritter hat Bock auf Porsche. Wir haben damals Podcasts gemacht. PC-Card Podcasts gehört. Den Pottpüree. Du hast ein Ravioli-Pottpüree gehört? Wir haben auch Videos. Wir machen auch Videos auf YouTube. Seit 11 Jahren. So, jetzt stellen wir auf vierfach. Busch. Ja, wie geil, ey. Der Hammer. Das ist eine Story, da werde ich den Jungs davon von erzählen. War sehr unterhaltsam. Dankeschön. Ja, das hat sich mit Podcast so ein bisschen verlaufen bei uns. Wir haben irgendwie wenig zu erzählen. Ich weiß auch nicht. Aber das kommt auch immer darauf, also es, wenn das nicht einer so richtig anstößt und dann sagt, jetzt machen wir einen Podcast, dann war das immer ein bisschen schwierig. A man walks into a bar. Tomb Raider, ja. Sehr schön. Viel Spaß dabei. Jörg 60, guten Abend, grüß dich. Hat er beim Umstellen auf 2X auch neu gestartet? Ja, da habe ich ja Fast Rides angemacht. So, nu ist 4X. Jetzt geht's aber ab. Jetzt ist eine Party. Trueform ist immer aus. Vertikale Synchronisation ist Standardeinstellung. Machen wir auch mal immer aus. OpenGL. Standardeinstellung aus. Trueform aus. So. Hat er das nicht schon, diese geilen Shader-Effekte? Kommt man das Spiel dann nicht aussehen lassen wie ASCII-Zeichen und so ein Kram? Nee, ne? Das gab's erst bei den späteren. Du siehst da Half-Life, ja. Das da.
Die 8-5er hat auf jeden Fall ihre massiven Stärken. Ja, das gute alte Havlef. Und generell kann man sagen, es ist die schnellere Karte. Es gibt aber auch Karten, wo die nicht so gut performt. Also Spiele, wo die native Schnittstelle für die 3DFX-Karten zum Tragen kommt, ne? Also Glide. Aber ansonsten bei moderneren Titeln, da zieht die Karte der Voodoo 5 natürlich gnadenlos davon. Oh, das sind Darstellungsfehler. Boom! Ja, gutes altes Half-Life. Gibt's DE Retro-LAN noch? Also es gibt die Counter-Strike-Map natürlich. Ich guck mal, ob ich hier noch die... Gibt es die Retro-LAN-Deathmatch-Map? Mann ey, wie viele Stunden habe ich daran gebastelt nochmal? 70 Stunden oder so? Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Osinup, danke dir. Sehr nett von dir. Also das hier ist die Location der Retro-LAN nachempfunden. Willkommen zur Retro-LAN, wo diese Maschinen hier zum Einsatz kommen. Und das hier ist quasi der Raum, in dem der Cyberpunk abgeht. Ja, hier gibt es Feltins, Fassbier und Shotguns. Kaputt schießbare Gläser. Das sind die originalen Tische. Originalrechner, Originalgehäuse, sind alles selbstgemachte Texturen. Retro-PC Nummer 6 müsste das sein hier. Und das ist der vom Beefy. Der steht auch hinter mir im Regal. Das ist meiner hier. Das ist Lila, der Lila, ne? Und auch hier mein altes Desktop-Bild. Voodoo 5 mit einer leicht bekleideten Dame auch daneben. Und das ist auch ein Retro-PC, der auch hinter mir steht. Ja, hier, diesen Herren da, den müsste man eigentlich kennen. Dieser Herr da, der baut morgen Lego. Das ist der Bersi. Ist ein bisschen düster, ne? Aber ja, das sind hier die Kartons, ne? Hier. Ja, LC Power, hast du nicht gesehen? Da. Da hinten, da oben. Die habe ich selbst gebaut, ja. Ja, hier, Madcow mit dem Ravioli-Schild, das ist auch einer unserer Jungs aus dem Team. Ja, das Herren-WC, da habe ich im Prinzip aufgehört, weil kein Waschbecken hier. Pissoirs irgendwie notdürftig gemacht und eine richtige Toilette ist auch nicht drin. Aber es gibt halt auch den ganzen Weg noch dahin, quasi. Also das ist wirklich so ein Heim, so mit diesem Vordach und so. Und das geht halt hier schön diesen Weg hoch. Das ist mein Fiat Panda. Der dient hier als Blocker. Kapelle in der Nähe. Hier steht nochmal ein Rechner. Und hier, also wenn man das lesen kann, hier ruht die Göttin. Ja, und wer ruht da? Natürlich die Voodoo 5 6000. Ja. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Der Fiat-Panzer. Genau.
Und hier auch schön auf das Dach kann man ja auch hüpfen und so. Das ist dann der Canyon hier. Steht noch ein Fiat. Ja, das ist gar nicht so leicht, sowas Komplexes zu modellieren in Half-Life, im ersten Half-Life. Es gibt natürlich auch eine komplette Kanalisation. Hier geht's schön, oh, kann schwimmen gehen, juhu! Ja, sucht mal nach The Mappening auf YouTube. Da gibt es den Zeitraffer von dem Bauprozess dieser Map. Das ist eigentlich eine Counter-Strike-Map. Ich habe aber eine Deathmatch-Version davon gemacht. Hier gibt es ein No, wie bei Tomb Raider, wenn man den Schlüssel nicht hat. Nope. 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 Ja, und das hier ist dann der... die Back Alley und hier ist der Polycount halt jenseits von Gut und Böse. Da brauchst du einen richtig dicken Prozessor. Und das ist halt leider... Du kniest gerade vor der Kapelle. Okay. Das ist halt leider auch so ein Problem der Map, weil es halt so ein langer Schlauch ist. Ist das Half-Life 3? Mindestens. Aber es hat einen riesen Bock gemacht, das zu modellieren. Ich war noch nicht in der Küche. In der Küche war ich noch nicht. Hier noch mehr Retro-PCs und Zeugs. Dann bist du dann hier oben in diesem Flur. Dann gibt es hier natürlich die nette Hallo. Und dann bis bald Matte, also eine Fußmatte. Hier die zerbröselte Tür. Treppenhaus. Wir gehen jetzt mal in die Küche. Küche bin ich ganz besonders stolz drauf. Das ist original der Boden dort übrigens. Ah, der Hinnerk, der hat hier letztens auch einmal gestreamt bisher. Nette Nase vom Rip. Das ist der Herr Kaiser, der Mattis. Der streamt eigentlich immer Sonntagabend. Und das ist die Küche. Ja, und diese beiden Herrschaften. Da, als Gott mich schuf. Als Gott mich vor 30 Jahren schuf, wollte er angeben. Ja, das ist vor meinem 30. Geburtstag. Haben wir natürlich Retro-LAN gemacht. Ja, das bin Icke und das ist der Herr Müller. Der Magic M. Und das ist original Kühlschrankgeräusch. Das sind alles original Texturen hier. Natürlich ist dieses Loch nicht in der Wand, aber auf dieses Loch bin ich sehr, sehr stolz. Auch mit der Texturierung des Bodens und so ein Kram. Dann kommt man in die Kanalisation. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr, sehr lustig war das damals. Ja, das ist ein guter Half-Life. Jodelay! Na gut, dankeschön. Das gute Panzerglas. Jetzt ist es kaputt. Ist natürlich nicht, da ist natürlich nicht so ein Canyon, ne? Aber Straßengeräusche. Irgendwie war ich zu lange nicht da, dass meine 9 Monate jetzt weg sind. Nein. Aber danke, Mann. Danke dir für den erneuten... für das erneute Abo. Und dann kann man auch hier hinten her. Ich bin auch sehr stolz für den, also auf den Weg hier um die Kapelle herum mit dieser Texturierung und so. Das ist alles so ein Kram, den ich früher nie gemacht habe, nie hinbekommen habe. Da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, dass das halt wirklich dieser Weg ist
in der Wiese und so ein Kram. Hier ganz halt auch runter in die Kanalisation. Aber war eine geile Zeit. Polycarbonat. Tidi. Ja, das Ding läuft. Wir werden da hinten jetzt noch einen richtig geilen 80er Lüfter reinzimmern. Denke ich mal, dass das Sinn macht. Ja. Ja gut, da liegen 20 Jahre dazwischen, ne? Schinken. Ich fand, also der Soul Challenger meinte ja mit, dass die Engine so auf eckig ausgelegt ist. Ja, ich meine, die konnte nicht viele Polygone. Das ist halt im Prinzip ist es die gute alte Quake Engine, die allererste Quake Engine eigentlich. Die wurde halt modifiziert, aber das war halt, ne? Das war halt nix. Da ging nicht so viel. Aber was ich auch immer sehr eckig fand, war Max Payne. Das fand ich immer so vertikal, das Spiel. Immer nur so von unten nach oben. Du denkst immer, dass du andauernd Steam-Screenshots machst. Ich habe auch kein Board für Rambus. Danke fürs Angebot. Kann man die Map irgendwo downloaden? Noch nicht. Die ist ja auch mit Sounds und so, ne? Warte mal. Ja, hier, Kühlschrank. Ah, das ist das Kühlschrankgeräusch. Die Retrostraße. Und F-Zero GX. Ich wollte da mal Disco machen, links und rechts, aber das hat nicht funktioniert. Genau, Half-Life war stark modifizierte Quake Engine Gold Source. Muss ich ehrlich gesagt mal gucken, weil da sind ja auch diese Sounddinger drin. Das ist alles so eine Sache. Bitches, Half-Life. Seos, 6 Monate, Gratulation zum silbernen Ravioli-Bababal. Geil. Schiebung? Treiber nicht. Patches, das ist aber irgendwie nicht alles drin. Verdammte. Ach, Half-Life Maps. Sea Strike, Valve. Ah ja, guck mal hier. Hier haben wir es quasi. Hier ist quasi alles drin. Naja, frisst ja auch kein Brot. Guck mal, da ist CS Kaisers, CS Retroland V5, CS Small House. Kaisers ist auch meine Map von damals. Naja, warum sollte man nicht die Maps sharen, ne? Ist wohl kein Beinbruch, seitdem es Planet Half-Life nicht mehr gibt. Oder hieß das nicht damals Planet Radiant oder so? Das ist Windows 98 SE. Ich fand aber das mit den Polis fand ich echt furchtbar. Gibt es die Games irgendwo zum Download? Das kann ich dir nicht beantworten. Die Maps kann ich gerne sharen. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Aber die Spiele, ja, das hat sich halt alles über die Jahre angesammelt. Und ich packe euch das und dann gucken wir mal, wie groß es ist und dann laden wir es hoch. Ist das ein Angebot? Währenddessen hole ich jetzt mal den Lüfter.
Wenn ich denn weiß, wo er ist. Gibt's doch gar nicht. So, ein Moment bitte. Lasst mich teilhaben. €53. Okay, wir laden das mal hoch. Und ich suche weiter den Lüfter. Wo habe ich den denn, den kleinen Nervzwerg? Tja, oder hatte ich den letztes Mal wirklich verbaut? Schon ein bisschen blöd. Bitte sowas, solche Links, wo man Spielevollversionen teilen kann, laden kann, bitte nicht teilen, ja? Das wäre sehr nett. Die by the Sword. Sagt mir was. Ich wollte eigentlich, nachdem ich Tomb Raider gezockt habe, wollte ich eigentlich Death Trap Dungeon zocken. Habe ich aber bisweilen auch noch nicht auf Reihe gekriegt, beziehungsweise ich war von der Technik so schockiert, dass ich da es dann nicht gemacht habe. So, Achtung, liebe Half-Life-Freaks, die ja auch irgendwie das Spiel gerade am Start haben, die sich mal austoben wollen. Hier ist euer Link zum Download. Viel Spaß damit. So. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Habe ich den Psychostiefel? Psychostiefel, bist du noch dran? Habe ich dir hinten diesen weißen Lüfter reingezimmert mit der Lüftersteuerung dabei? Den kleinen Silverstone?
I don't know. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, Psychostiefel ist nicht dran. Kein Kung Fu? Nee, kenne ich nicht. Bitte gerne. Viel Spaß. Weiß er nicht. Damn. Ich dachte, er hätte sich das 50 Mal angeguckt. Weil ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ob ich jetzt noch mehr Lüfter habe oder nicht? Tja, das ist alles ein bisschen... Ich meine, das Ding läuft, aber es wird halt warm, ne? Gern geschehen. Viel Spaß damit. Wehe, da sind Viren drin. Oh, keine Viren, die... keine Viren, die unter Windows 98 was machen. Das ist hier an der Oberseite 35 Grad warm. Hier vorne sind es nur 30. Hinten am Netzteil 36 Grad Abluft. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, ja, es fühlt sich halt immer so krass an und ich denke halt einfach auch an die thermischen Bedingungen auf der Retro-LAN selber. Wir machen das einfach so, ich stelle das Ding jetzt auf Seite und ist ja erstmal schön, dass es ist auf jeden Fall angenehmer als vorher. Und wenn mir der Lüfter in die Hände fällt, dann wird das halt entsprechend getauscht. Wie heiß bist du? 34,1. Ja, Texman, wir nach einer Installation des VIA Chipsatztreibers, eine erneute Installation, lief es dann mit. Sogar mit vierfach AGP am Ende. Und Need for Speed lief dann auf jeden Fall auch merklich besser. Also auf jeden Fall. Von Erfolg gekrönt das Ganze. Cracky kann mit den Handflächeln bügeln. Der Bügelnator, hoppala. Ja, ne? Vor allem, ich bin mir sicher, dass ich den draufgeschmissen habe seinerzeit, aber wer weiß schon, wenn das mal irgendwo Schluck auf gehabt hat oder so, ne, dann. Ist halt auch sehr schnell hängen im Schacht und mit dem Enermax-Netzteil ist das Ding auf jeden Fall besser ausgestattet, als es vorher der Fall war. Ja, das Gitter hier. Aber es ist halt auch so ein temperaturgesteuerter Lüfter, ne? Tendenziell wäre natürlich ein anderes Case für die Maschine besser. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Mutrop Ritter. Das müssen wir mal machen. Das wäre lustig. Aber wie gesagt, wenn ich nochmal über diesen stärkeren Lüfter stolper, der auch so eine Poti-Steuerung hat, hier diesen 80er, dann zimmer ich den auf jeden Fall rein, dass der dann da noch besser die warme Luft einfach aus dem Gehäuse befördert.
Und ich denke, dann ist das schon in Ordnung so. So, schönes Ding. Haben wir irgendwas modifiziert? Ja, wir haben das Netzteil modifiziert, also tragen wir das jetzt auch in die Liste ein. Wir wollen ja heute alles mal politisch korrekt hier halten. Enermax. So, eingetragen. Na, Metalböck, grüß dich. Werden es bald 36 für ein halbes Leben sein. Das weiß ich nicht, ob man da ein anderes BIOS drauf flashen kann. Dark Phoenix. Ja, es gibt das Half-Life Remake Black Mesa. Und ich muss dir sagen, für mich als Fan des Originals, nett, aber nicht überwältigend. Mir kam es gleich in den ersten Spielminuten viel zu sehr gestreckt vor, mit viel zu vielen Zombie-Horden, durch die man sich durchknüppeln muss. Hat mich nicht so überzeugt. Ich habe es aber auch noch nicht komplett durchgezockt. Clusterfehler hört sich nicht gut an. Hab das Video von Psycho angeschaut. Da ist ein 80er Enermax drin. Ein 80er Enermax? Ist das ein weißer? Ja, danke, Hodenfresh. Dieser Cracky. Dreamcast-Version von Half-Life. Fand ich sehr nett. Sehr nett. War halt schön, dass sie es umgesetzt haben, weil die Konsole so sympathisch ist. 5 Monate alt. Seagate Barracuda. Warum findet man alte Hardware interessant? Ja, weil man einmal im Jahr damit Retro-LAN macht zum Beispiel. Riesenspaß hat. Sich mit den alten Kumpels trifft zum Bierchen. Yeah. Danke fürs Abo. Das Narux. Danke dir für dein Abonnement. Irgendwas muss der Schalter da machen. Welcher Schalter? Was macht denn der Schalter beim Wasserfall in der Kanalisation? Der, wo er Nope sagt? Oder was? CS-Version oder Deathmatch-Version, Mundraubritter? Ich habe leider noch nie eine Dreamcast gehabt. Yeah, wir haben damals LAN-Partys gemacht. In der Deathmatch-Version. Forsaken Remastered. Was ich so gesehen habe, pauschal, ist ja ganz cool. I have to play Schwengeldengel. Oxalot, dankeschön. Ich habe es mir aber noch nicht näher angesehen. Generell finde ich es aber ganz cool, dass es so dem Original-Spirit wohl bewahrt hat. Das Ganze. Wo ist denn dieser Silverstone-Lüfter? Verdammter Mist. Der muss irgendwo rumfliegen. Ich stolper bestimmt drüber irgendwann. Der Schalter. Von innen öffnet er die Tür beim Wasserfall selber. Der sollte eigentlich die Tür aufmachen. Das hat er zumindest vorhin bei mir gemacht, als ich es gespielt habe. Oh mein Gott, ein Spieledesigner schaut meine Map an. The Mappening. Ja, heute bin ich aber. Heute lasse ich aber richtig die Hosen runter. So. Stellen wir das Ding auch mal wieder auf Seite, auch wenn es immer noch warm ist. Was war denn mit dir? Da ist gar nichts drin. Okay. Gut, ich denke, es ist Zeit für den modernen Teil des Abends.
Wobei es eigentlich gerade so schön retro war, ne? Naja. Ich habe aber auch noch Bock auf ein bisschen Spielerei. Oh, Hilfe. Ist der schwer. Darf ich bitte die Schüssel auslecken? Nein, Kevin, du drückst die Spülung wie alle anderen auch. Ah. Oh. Und Mundraub Ritter, hast du herausgefunden, was los ist mit den Schüsseln? Das hier ist tendenziell mein Grafikkarten-Test-Rig. So. Wir brauchen einen anderen DFT. Semitoll. Ja. Was ist das für ein Be Quiet Gehäuse? Ja, ein schönes. Das ist Silent Base 600. Ja, wunderbar, Trillers. Sehr schön. Ich spiele jetzt alle Half-Life. Ja, müssen wir uns mal einen Server mieten oder lassen wir uns mal krachen? Es war damals schon sehr, sehr lustig. Die ganzen Test-Sessions und so. Feuerwerk. Olli, was ist das? Olli? Who the hell is Olli? Hose hell. TFT in den Schrank gelegt. Andere TFT ausgepackt. Was hältst du von den neuen RTX-Karten? Königseck. Ja. Bisweilen? Schön. Schön, dass sie Raytracing in die Games bringen, in gewissem Maße, begrüße ich, finde ich gut. Gib mir 1000 Euro und ich sag's dir. Ja, wenn sie kommen, dann kommen sie, dann werde ich sie auch haben. Also die 2080. Und dann gucken wir mal. Nette Streifensocken, yeah. Oh, oh, hey. Wo ist das HDMI-Kabel, wenn man es braucht? Ist es hier oder da? Gefunden. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Hey, Baby Loop, was geht? Gratulation zum roten Ball. Läuft das Gigabyte-Board. Kannst ja bei Zeiten mal gucken wegen dem ASRock und der SSD. Drängt aber nicht. Eilt nicht. Ich brauch das gestern. Das freut mich sehr. Der Hammer war ein schöner Editor, beziehungsweise Wordcraft. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch das einzige Mal, dass ich für einen Ego-Shooter Maps gebaut habe. Das war tatsächlich bei Half-Life. Das hat so Spaß gemacht. Bisschen Schrauben drehen, Muttern drehen. Naja, kein Stress, kein Stress. Verpack's gut. Dann wird schon alles schief gehen. Und danke für dein Lob, Mundraub Ritter. Ist halt nicht gameplaymäßig natürlich nicht der heilige Gral, aber wie oft sind so so Echtwelt-Nachbauten schon gameplaymäßig dann vernünftig nutzbar? Ist immer schwierig. So, wo ist denn die Cooler Master Maus? Ja, habe ich die?
Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Dann bin ich ja froh, Babylu. Cyberhase, 6 Monate, Gratulation zum roten Ravioli-Ball. Wupp, wupp, wupp. Ne, Silber bist du ja schon. Rot gewesen, jetzt Silber. Der Burner. Wupp, 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 wupp. So, wir klemmen mal ein modernes System an. Oh, kaputt. Bald ab. Das hier ist mein zukünftiges Grafikkarten-Testgerät. Irgendwie sowas in der Art. Mal sehen. Wir werden mal sehen. Natürlich pfiffige, fleißige Verfolger der Bastelnacht wissen, dass das, was das ist. Was das für ein System ist. Es hat sich aber wieder ein bisschen was geändert. Asatoya, ich grüße dich. Hi. Und zwar habe ich meinem Nachbarn wieder meinen ersten Ryzen 5 2600 abgequatscht. Habe ihn getauscht gegen den zweiten Ryzen 5 2600, den ich gekauft habe. Ich habe ja vor 4 Wochen mal eine Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht und noch einen Rechner für ihn gebaut, weil er das neue WoW-Add-on zocken wollte, zu Release. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Danke, Nelson, sehr geil, dankeschön. Und dann hat es sich halt herausgestellt, dass der neue Ryzen 5 2600 sich leider nicht so geil übertakten ließ wie mein allererster. Mit dem habe ich nämlich echt Glück gehabt. Und der läuft auf 4,1 GHz auf allen Kernen. Und der ist jetzt wieder drin. Bin ich beruhigt. Ja, und ich habe eine Grafikkarte bestellt. Wir probieren mal, wir spielen mal ein bisschen. Grafikkartentest. Warum denn nicht ein Tischsystem? Weil es fernab der Realität ist? Ganz blöde Antwort. Wer betreibt denn seine Grafikkarte so? Niemand. Es ist leider mit dem riesen Lüfter hier drin. Bisschen fummelig, die Karte zu entfernen. Da muss man immer mit Rückseite der Zahnbürste den Hebel betätigen. Aber das geht schon. Aber ansonsten sehe ich das nur am sinnvollsten, das Ganze auch in einem geschlossenen Gehäuse zu betreiben. Dann weiß ich, wie die Grafikkarte sich in etwa bei mir verhält. Ich meine, das Be Quiet Gehäuse ist jetzt nicht das Beste vom Airflow drin. Vom Airflow. Aber mein Ryzen läuft mit Ach und Krach auf 4 GHz. Ja, das machen wohl die meisten. Ich habe halt wirklich Glück gehabt in der Silizium-Lotterie, dass der auf 4,1 läuft. So wie Spiele in 720p zocken. Ja, 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 ja. Habe ich da RTX 2080 gehört? Ja, 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 ja. Auch demnächst. Aber nicht jetzt. Ich denke, wir laden mal eben den aktuellen Treiber runter. Ja, aber ein Tischsystem zum Testen hat ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Da weiß ich ja nicht, wird die Grafikkarte jetzt laut oder nicht. Welche Q3-Version hast du? Wie viel Puls hat man denn von den 100 Hertz mehr? Ah, oh, man hat unglaublich viel Puls. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Also der ist halt wirklich gut. Der läuft halt auf 4,1 bei 1, etwas über 1,3 Volt. Und es ist halt schön, so eine CPU erwischt zu haben, sag ich mal. Ja, muss man mal sehen. Ich habe den Rechner jetzt ausgemacht. Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht. Die letzte Patch-Version, die letzte offizielle Patch-Version ist das. Irisfena, aber welches genau? Hi, Max K2
20.044. Wir laden mal eben Grafikkartentreiber runter und auch den Display Driver Uninstaller. Kann nicht schaden. Vielleicht kommt ja wieder ein Bottleneck-Test mit der RTX 2080. Ja, in Kombination mit meinem AM1, ne? Wäre eine Idee. Und dann Wolfenstein. Ich habe ja einen Athlon, einen 5350. Ja, das wird sich alles lohnen, wenn man denn die Zeit dafür findet, ne? So. Display Driver Uninstaller. Ich mache die Preisentwicklung 1080 Ti an und wenn es passt, soll es die werden. Ist halt echt die Frage, ob man so viel Power braucht, ne? Official Download hier. Was? AM1 Peak Flow Meter? Was ist das? Mit einem AM1? Da malt ja Picasso die Bilder schneller. Ach, das war ganz interessant damals. Doom lief da wunderbar drauf. Und vor allem war damals... Die Radeons waren damals schneller als die 1080er. Bananarama Man, yeah. Azatoya, 5 Monate, wupp. Wie sich der Mega Man im Case spiegelt. Faszinierend. Geil, ne? Hombre, Nabend. Die Uhr hat festgestellt, dass sie nicht im abgesicherten Modus laufen. Ja, warum sagst du da nicht direkt, ey yo, mach mal. Neustart im abgesicherten. Schon geil, das Raytracing, ne? Das ist echtes Raytracing. Der Burner. Murdoch, moin! Drag Me to Hell 993. Ich finde die GTX 1080 reicht völlig. Ja, ist natürlich immer der Anspruch, ne? Wie hoch muss die Auflösung sein? Und so weiter und so weiter. Muss 4K gehen mit 144 Hertz, weil ich so ein Bildschirm da habe. Ach, hier ist ja noch Eistee drin. Säubern und herunterfahren. Moment. Lohnt aktuelle R9270? Kann sie für 30 Euro bekommen. Vom Freund. Was ist denn R9270 auf Deutsch? Ist das eine HD 7850? 2 GB? Die sind okay. Ein bisschen Casual Full HD zocken, sind die okay. Danke, Hardware-Bastler. Ja, also die Aussage bleibt. Das sieht aber nicht nach Retro-Bastelnacht aus. Ja, Retro haben wir jetzt gerade... Sind wir jetzt durch mit? Jetzt wird's rot. Oder grün. Oder beides. Ne, der Verein... Ein gewisses Hardware-Gerät... Seems good, right? Dankeschön für die Bits. Ich habe hier eine Power Color Red Dragon RX Vega 56 geschossen für 399 Euro. Und ich habe recht. Und die wollte ich mal ausprobieren mit euch zusammen. 399, so unter 400, da werde ich ganz schnell schwach. Bin ich ganz ehrlich? Das finde ich nämlich ein super Preis, ein Knorke-Preis. Wenn ich bedenke, dass die Anfang des Jahres noch so,
Ja, PC Games Hardware, ja, wir haben die einzige Karte in Deutschland. Da hieß es dann so von wegen, ja, okay. Dachte ich mir, bei dir sind leider die Lüfter defekt. Was zur Hölle, du hast sie dir auch geschossen? Ja, weg mit der Folie, was? Ist keine Folie drauf. Mit welcher GTX kann man die vergleichen? Mit der 1070, 1070 Ti, je nach Spiel. Ja, die Nitro 64er ist natürlich auch geil. PogChamp 662, wir brauchen einen Vegawob-Emoji. Ein Vega-Wub-Emoji? Ja, das ist eine gute Idee. Vega. Da ist das Brett. Und das Lustige bei der Karte ist ja, wie lang das PCB ist. Es ist nämlich nur halb so lang wie der Kühler. Keine Folie auf den Lüftern. Finde ich eigentlich sehr sympathisch. Ja, das ist schon ein Riesentrümmer, ne? Das ist eine RX Vega 56. Die Power Color Red Dragon verzichtet auf Bling Bling. Hat im Prinzip ein Nano-PCB. Das geht ja bei den Vega-Karten, weil die den HBM benutzen. Das heißt, die brauchen keinen Platz auf dem PCB für den Arbeitsspeicher, weil er ja direkt neben dem Chip sitzt. Und das ist mit einer der besten Custom Vega RX 56er. BIOS-Schalter vom Grafikausgang weg ist übrigens Spar-BIOS. Okay, das ist der BIOS-Schalter, gell? Und was ist der andere Schalter? Weißt du das? Snowgoon, dankeschön! Ah, was soll der Quatsch denn? Danke. Ja, 399 ist die im Moment im Angebot. Und was der zweite Switch macht, weißt du das? Sind die Lamellen verbogen? Die hängen ein bisschen, ja. Das stimmt schon. Die hängen ein bisschen. Das hat hier ein bisschen Spiel. Also, es ist nicht die schönste Grafikkarte vom Herrn. Sie ist sehr fett, sehr groß. Beim zweiten Schalter. Was ist beim zweiten Schalter? Der andere ist normal BIOS. Moment, hier ist ja ein Switch und da ist ein Switch. Der steht nach rechts, der steht nach links. Ich verstehe nicht, ihr müsst mal einen ganzen Satz schreiben, sonst verstehe ich das nicht. Ja, mein Gott. Tut der Kühlleistung, denke ich, jetzt keinen Abbruch. Das ist sowieso, also wie gesagt, das ist jetzt nicht die hübscheste Karte für meine Begriffe. Es ist halt auch viel Kunststoff dran. Aber ich finde es super, dass sie 2-Slot ist. Ja,
wirklich 2 Slot, nicht 2,5 Slot. Finde ich nämlich potthässlich immer irgendwo. Und der Preis. 399, hallo? Sie soll halt auch sehr leise sein. Das werden wir jetzt herausfinden. So, eingebaut. Fertig. Mann, ist die lang. Hast du sie bereits genutzt? Nein. Mit euch werde ich feststellen, dass sie kaputt ist. Gute Idee, oder? Ich werde bei Vega halt schwach. So. Und ich habe ein FreeSync-Display. Und ich kenne die Hardware meiner Kumpels. Ja, erstmal Stromstecker raus. Das ist übrigens eine schöne R9380X. Also, der vorderste Schalter ist der BIOS-Switch. Der hintere, keine Ahnung, was der macht. Okay. Gute Nacht, Osenoob. Danke dir nochmal für dein Abonnement, fürs Einschalten. Vielleicht bist du ja morgen auch wieder dabei, wenn es hier Lego heißt. Legolas. Wo ist mein Schraubendreher, wenn ich ihn brauche? Hier liegt er. Ist Windows ja immer noch allergisch, wenn man zwischen AMD und Nvidia-Karten wechselt? Dafür gibt es ja den Display-Driver-Uninstaller. Mit dem läuft das ohne Probleme. Vielleicht ist das für die LED, für die Schrift von Red Dragon. Das ist eine gute Idee, sie Mörder. Ja! Tag, Knurru! Das hier ist eine wunderschöne Sapphire R9380X. Der gute Tonga. Haben wir mit Liquid Metal umgebaut. Auch in der Bastelnacht. Ich weiß halt nicht, ob die Vega 56 für 4K geil abgeht. Müsste mal Benches mit Benches abklären. Vega ist schon hart verlockend. Outlaw Gaming Germany. Dankeschön. So, dann ab dafür. Immer wieder schön. Auch wenn ich im Prinzip weiß, was mich erwartet mit der Vega 56. Aber es ist meine erste Custom. Meine zweite überhaupt. Ne, meine dritte. Auch meine erste Custom. Und dann noch mit so einem niedlichen PCB. Was hast du umgebaut? Hab's nicht verstanden. Ich? Umgebaut? Ich teste die Grafikkarte jetzt. Das ist der Plan. Ich hab's bestellt, dann hat mir meine Frau gesagt, du, ich baue mal 400 Euro von dir. Kriegst du auch wieder. Na, so bin ich. So, komme ich mit den Stromsteckern dahin? Nein, scheiße. Oh Mann, schon wieder ein Kabelbinder, den ich vernichten muss. Oder ich piddle ihn auf. Doch sparen hier. Na, weißt du was? Ich pitch den. So. Okay. Einmal 8, einmal 6. Gut. 6 zuerst. Zack.
und die 8. Shaka! Du kannst das! Du hast das schon mal gemacht! So. Okay. Mit Isolierband. Ich fand das eigentlich vom Style her ganz okay. Für meine Verhältnisse. Ich bin eh nicht so der Schickimicki-Rechnerbautyp. Aber ich fand das eigentlich ganz nett. Mit Schwarz-Rot. Frisches Bier aufgemacht. Bin jetzt bereit, die Nacht durchzumachen. Lass dir also Zeit. Meine Frau ermutigt mich immer beim Hardwarekauf. Also. Get ready for this. Oh, kaputt. Seid ihr bereit für Vega? Red Dragon. Wo ist der Anti, wenn man ihn sucht? Du, das ist leider geil mit dem MSI-Drachen, ne? Wenn der MSI schon keine richtige Custom-Vega dran hat, im Sortiment. Die gucken sich ja fast an, die beiden. Ryzen 5 2600, übertaktet auf 4,1. Ich weiß, kein i7-8700K auf 5 GHz. Ja, Roter Rache, guter Film, ne? Guter Film. Der Kühler, der ist zu teuer. Das ist der Twin Frozer XL oder so. Aber der ist zu teuer. Ja, Grafik, GPU-Banding hier. Aber das ist natürlich geil, dass sie hier die warme Luft dann abführen kann. Und natürlich den Prozessorkühler also direkt zufächelt, ne? Aber... prinzipiell schon mal ein cooles Ding. Der Drache feiert alles weg. Klar, man könnte hier natürlich auch die Kabel eher so legen. Für den Strom. So. 1000 Watt. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Spielerei vor. So, Express-Installation. War das jetzt eine gute Idee? 1000 Watt, wozu? Das ist aus meinem ehemaligen Hauptsystem, das Netzteil. Da hatte ich zu seiner Zeit ein 6-Kerner Intel schon, X99 und eine Radeon R9290, die Sapphire Tri-XOC. Und da habe ich seinerzeit schon immer mit dem Gedanken gespielt, was ist, wenn ich mal eine zweite Karte dazu hole? Was wäre, wenn? Und ja, das habe ich dann auch mal gemacht. Und dafür war das 1000 Watt Netzteil im Prinzip einfach da, dass ich so eine Spielerei mal machen kann. Was denkst du, wie billig die 1080 Ti wird? Kann ich nicht beurteilen. Ob sich da am Preis überhaupt was tut. Was? Ja, also der MSI-Kühler, das ist im Prinzip ein Thermalright, das ist im Prinzip ein Macho mit einem Turm nur. Der ist ganz gut wegen Push-Pull. Aber mit der Memory, mit der Speicher-Clearance ist halt nicht so geil. Kommt ein Update zu deinem Hauptsystem demnächst? Nö, ist eigentlich nicht geplant. Wenn man es anders umbaut, verbietet sich gar nichts. Relive möchte ich nicht installieren. Jetzt neu starten. Sehr cool. So, wir setzen mal das Seitenteil auf.
So. Ah, dann gucke ich einmal. Ich nehme euch gleich komplett mit auf den Bildschirm selber. Dann schauen wir mal. Mega. Bisschen Spielerei. Ach, ist das schön. Macht immer wieder Spaß. Welches Kabel muss ich denn umstecken? Das da. Ja. Du musst schon wieder Kabel pitchen. Mist. Zack. Prong. Ja, Undervolting und Power Limit anheben. Schon hast du gewonnen. So, hier sind wir auf dem Desktop. Und ich habe den Afterburner noch nicht drauf. Aber das können wir ändern. Wie groß ist denn der Sprung von der 580 zur Vega 56? Das ist schon ein Sprüngchen, was nicht zu verachten ist. Prozentual kann man sagen, das sind schon so 40% mehr Leistung. Genau, ja, generell es liegt immer meistens zu viel Spannung an und daher kannst du dadurch dann am meisten raushauen. Dass du sagst, dass du der Karte sagst, sie darf mehr Strom konsumieren, mehr Strom ziehen. Wo ist denn der Afterburner? Hier unten. Glatt übersehen. So. Und du sagst ihr, sie braucht weniger Spannung. Dann läuft sie nämlich nicht in ihre Limits. Laut PCGH 41%. Dann habe ich das ja gar nicht schlecht geschätzt. Danke dir für das Überprüfen meiner Aussage. Und das merkst du vor allem ab 1440p, weil bei 1440p geht der 580er eigentlich die Puste aus. Eine Idee, womit man die RX580 an der Wolken kann. Hier mit dem Afterburner, ja. Schauen Sie zu. Gibt schon die Beta 4.6. Ah ja, okay. Ja gut, die ist dann wahrscheinlich Touring-kompatibel. Alles installieren. And behold a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them from to the earth. Alright. Snacks TV, good night! Hi Krümel! Grüß dich! Da kommen echt wieder Kindersendungen, wenn ich die alten Games sehe. Schön, das freut mich. Red Dragon, nicht schlecht. Ja, aber der Wattman ist halt nicht so geil wie der Afterburner. Hat ja gerade geschrieben, Dicke Mix, dass der im Wattman die Settings immer zurücksetzt bei seiner 580er. Das kann ich auch verstehen. Und kommt der nächste Treiber, ist Wattman wieder komplett hinfällig. Das ist halt... Also der Afterburner ist das schon besser. Grüß dich selber. Ja. Alte SDKs. Geht normalerweise flotter. So, ich muss ihm auf jeden Fall sagen, dass er jetzt erstmal keine Updates machen soll. Alles gut bei Mitch. Auf jeden Fall, ja. Updates aussetzen. Bitte jetzt, ja. Ich brauche nicht, dass du mir den Stream-Alarm legst. Den neuen Treiber habe ich schon installiert, gerade eben.
Afterburner. Die Taktraten bei Vega sind so geil. 30 MHz. 27 MHz auf der GPU. Das ist so herrlich. So, wir wollen natürlich Spannung steuern. Rum. Und wir wollen natürlich überwachen. Überwachen, was geht. Ja, GPU-Temperatur, Speichertemperatur, sehr wichtig. GPU-Auslastung natürlich. Speicherauslastung, den Takt, die Speichergeschwindigkeit. Die Power können wir uns natürlich auch anzeigen lassen. Lüftergeschwindigkeit, Lüftertachometer. Warum nicht? So, die ganzen CPU-Auslastungen von den 12 Kernen nehmen wir natürlich auch mit. Das elende Geklicke hier im Afterburner. Ja, komm, Takt dabei. Dann wissen alle, dass er 4-1 läuft. Wobei, reicht da nicht einer? Komm, nehmen wir einen. Laufen eh alle auf 4-1 übertaktet. So. Die Framerate, die wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht wissen, wie schlecht die ist. So. Gut. Zack. Wollen wir natürlich erstmal Default nutzen. Show on-screen Display nach oben links. Sollte passen, ne? Gut. Rum. Recommended to restart the application. Alright. So. Rise of the Tomb Raider. Musst dir doch ein Windows 98 System bauen. Ja, angesteckt, ne? Angesteckt mit der Retro-Bastelei. Das höre ich immer wieder. Dass die Leute so. Oh, seitdem ich das bei dir gesehen habe. Voll cool. Haben die zu der Karte auch gar keine Anleitung, was man wegen den Switches schauen könnte. Ja, ich denke schon, dass das entsprechend einfach der Fall ist, dass das ein LED-Switch ist, um die Beleuchtung an- und auszuschalten. Okay. Also ich konnte das eigentlich immer nachvollziehen, wenn es mit dem Afterburner dann schon abschmiert, dann dann auch ohne. Dann war das dann immer zu viel des Guten. So, wir reißen alles auf. Ist natürlich jetzt nur Full HD. Wir schalten aber vorher DSR an. Ja, und ganz in Blau das Ding, ne? So, Anzeige. Hallo? Virtual Super Resolution. Boing. So. Spielen. Hat er sich das jetzt gemerkt? Schau mal HBCC ein. Ja. Hat sich die Settings natürlich nicht gemerkt. Ja, ist ja gut. Wir machen den High Bandwidth Cache Controller auch noch an. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, bei Vega nochmal ein bisschen Leistung rauszukitzeln, indem man ein bisschen was von seinem Hauptspeicher abzwackt. Ich möchte eigentlich die globalen Einstellungen. HBCC Speichersegment. Machen wir mal ganz klein. So bis 12 GB. Bups. Müssen wir aber den Computer neu starten, nicht? Ja. Oder macht er das direkt? Yeah, Respekt! Dass du den Hammer einfach mal richtig konfiguriert hast. Respekt, Mundraubritter. Leck mich in den Tisch. Früher muss man neu starten für HBCC. Jetzt geht es on the fly. Das ist natürlich nice.
Aber irgendwie hat das mit dem Downsampling nicht geklappt. Kann das sein? Ah, ich hasse das, ey. V-Sync aus. Meine Güte. Stellen Sie nochmal alles hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Hoch. HBAO Plus. Sehr hoch. Sehr hoch. Okay. Spielen. Was machen Sachen? Ja. Neue Grafikkarte testen. Geht doch. Also wir können Tomb Raider auch in 4K zocken. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei Full HD und gehen ins geothermale Tal. 185 Watt, das normale, 165 das Silence, okay. Muntra Britta baut jetzt Half-Life 3, ja, easy. Aus dem Ärmel geschüttelt. So, ballern wir mal den RAM der Grafikkarte voll. Bin mal gespannt, wie die taktet out of the box. Die normale Vega RX Vega 56, die geht ja so auf knapp 1300 runter oder so. Das ist ein schöner Takt. Noch ist das schön. Die Packs. Okay. Ach, schade. Geothermales Tal. Vögelchen. Bams. Drücken Sie E zum Häuten. Ach, ich bin voll. Voll mit Federn. Verdammt. Jetzt geht's aber. Nicht schlecht. Wir haben uns gar nicht die Spannung anzeigen lassen, gell? Die Spannungsüberwachung nicht angeschaltet. Hau mir ab mit OneDrive. Nee, habe ich jetzt live noch nicht probiert. Ja, wir probieren... Scheiße, ich muss neu starten. Wir probieren gerade die RX Vega 56. Die Red Dragon. Habe ich jetzt gerade zum allerersten Mal angeschmissen. Das war das OSD-Dunkel, da konnte man nichts mehr lesen gerade. Der Vogel sah aus wie eine Banane, ja. Irgendwas stimmt mit der Grafikkarte nicht. Eine 64er wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Mein, klar, es ist verlockend so, die Sapphire oder so. Aber das ist schon heftig. Die jetzt für 400 Euro fand ich einen sehr, sehr, sehr akzeptablen Kurs. Man sieht jetzt da oben schön neben der Speichertemperatur, wie der RAM voll geballert wird. Und man sieht die Spannung immer noch nicht, ne? Ich will neu starten für. Damn it! Wäre tendenziell schon ein sinnvolles Upgrade.
Habe ich doch aktiviert, oder nicht? Ich habe doch das Häkchen vorhin gesetzt. Ach ja, im OSD anzeigen, ne? Das habe ich vergessen. Du hast recht. Danke! Da ist die Spannung. Wo gibt es aktuell die Vega für 399? Ja, also bei Mindfactory zum Beispiel hatte ich sie jetzt gesehen. Und ja, PUBG machen wir gleich auch mal an. Die Krähen. Mehr Bang for the Buck. Aktuell schon. Wenn ich jetzt an die 1080er denke, für 450, das ist schon sehr, 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 sehr in Ordnung. Ist halt bei mir der Faktor, ich habe zum Beispiel ein FreeSync-Display. 144 Hertz. Und dann macht das halt schon Sinn, dann bei AMD auch da irgendwo zu bleiben. Das ist natürlich hier, das ist ein purer Stromfresser, ne? Das ganze System zieht jetzt gerade 350 Watt in der Situation hier. Aber guck mal, in Full HD wird es ja ausgelastet, da halt X12 sei Dank. Wir können natürlich mal ein bisschen hier mehr Dunst geben. Jetzt hat er das wieder vergessen, dass Dingens an ist, oder was? Ist kein exklusives Vollbild. Why? Tell me why? Gehen wir mal auf 1440p. Was passiert jetzt? Verschwommene Anzeige-App? Nein, und nicht mehr nachfragen. Hau ab. So, das ist jetzt 1440p. Man sieht jetzt, traut sie sich schon nicht mehr über 1400. Ich bin da auch nicht so empfindlich. Also ich für mich ist halt zählt sowas so am Bildschirm ankommt und ich zocke eh sehr wenig. Und im Idle ist der Unterschied ja nicht so gewaltig. Ja, wenn die Karte gerade eh nichts zu tun hat. Ja, was haben wir jetzt? Ja, 330 Watt zeigt er jetzt gerade an, der Monsieur. Wenn man so viel zockt, dann wäre das schon auf jeden Fall deutlich mehr ein Überlegungsargument, sag ich mal. Ja. So, jetzt 4K. Das ist jetzt Rise of the Tomb Raider in 4K in maximierten Settings. Wie PC-Builder-Scrub-Schiebe ist es bei Nutzern der Plattform Reddit offenbar gelungen, FreeSync im Zusammenspiel mit GeForce-Karten zum Laufen zu bekommen. Die Methode, die die Experten von WCF-Tech bereits in eigenen Tests nachvollzogen haben, setzt dabei auf einen Trick, um die Nvidia-Karten sozusagen zu überlisten. Das ist doch nett.
Weil sie komplett ausgelastet wird, Kevin. Das ist einfach, hat einfach mit dem, das hat mit dem Power Limit zu tun. Mit diesen 185 Watt, die du da siehst. Na, wenn du jetzt wollen würdest, dass sie sich höher taktet, musst du ihr erlauben, dass sie mehr Saft zieht. Und das macht man durch die Erhöhung des Power Limits. Plus 50%. Das hat er natürlich vergessen, dass ich in 4K laufe, weil er das exklusive Vollbild verliert. Der Blödmann. Und jetzt hört man die Karte auch. Dafür ballert sie jetzt auf über 1500. 275 Watt. Das System verbraucht jetzt 100 Watt mehr. 440 Watt. Oh Gott, mach bitte UV. Was? Wie ist es, wenn man 144 Hertz Monitor hat, aber wegen schwacher Grafikkarte meistens nur 60 FPS hat? FreeSync bügelt das wunderbar weg. Mein schwacher Ryzen und meine schwache Vega FreeSync ist das Wunder der Technik. Ja, wenn jetzt noch Undervolting dazu kommt, entdecken wir halt die Wunder von Vega. So, hier. Wir machen einfach mal minus 29 Millivolt. Obwohl, wir sollten erstmal gucken, wo der Takt jetzt ist. So, mal so. Ah, das ist ein Mist. Jetzt haben wir diesen Kack-Performance-Bug hier. Man hört sie, ja, man hört sie. Aber das ist ja wie, ich habe ja gerade jetzt das Power Limit halt aufgehoben, ne? Und darum muss sie natürlich jetzt gut gekühlt werden. Okay, 1563. Oh, respect is everything. So, und jetzt noch Undervolting dabei. Minus 30 Millivolt. Bups. Erinnert sich nicht viel. Muss ich in Summe noch höher gehen im Takt, oder was? 1620. Yo, 1585. Sehr gut, Falkenei. 1650. Jawohl, über 1600. Nicht schlecht. Ne, den Undervolting Guide im 3D Center kenne ich nicht. Ich habe mir den bei Computerbase, glaube ich, gegeben seinerzeit. So krass, wie du die Undervolten kannst, gell? Oh, 1700. Irgendwann muss das Ding ja mal abstürzen. Ja, der Kühler ist gut. Der Kühler ist super. Geht dann noch mehr. Minus 100.
1640. Unter 400 Watt sind wir jetzt. Sieht bisher ganz gut aus, ne? Was ist hier los? 1720. Also wir sind natürlich im Powerlimit, ne? Das heißt also, tendenziell muss ich weiter runter mit der Spannung, damit sie noch mehr Takt raushauen kann. Freeze! Jetzt Feierabend. Power Limit beim Undervolting aktivieren. Ja, du musst auf jeden Fall das Power Limit anheben. Gucken, ob sie sich rettet. Oder jetzt Black Screen. Naja, ich glaube, es ist Black Screen. Okay, Reset. Wow! Also. Respekt und Anerkennung. 1650? Mama mia. Klar, wird die dann hörbar, aber die wird echt gut gekühlt. Ne? Also für Vega-Verhältnisse ist das schon eine Party. Leute, Thermalright Macho direkt oder Thermalright Aro M14 für Ryzen? Den Aro M14. Nimm den Aro, weil der hat eine plane Unterseite. Am besten Power Limit plus 50, Silent BIOS einstellen und dann Spannung ausloten. Okay, das macht sich am besten bei der, oder was? Hallo Craig, ich habe eine Frage. MSI zeigt, dass meine 1050 Ti von Asus ca. 1960 MHz läuft OC. Kann das sein? Durchaus möglich. Und da steht Ryzen drauf. Ja, aber die plane Unterseite des Kühlers ist besser geeignet für die Ryzen-CPUs. Das ist B6i und B6L für ein CD-Image. Hä? Wie meinen? Mal nochmal kurz Tomb Raider an. Ja, erster Eindruck ist gut, auf jeden Fall, ja. Was ist jetzt 1562, 1,025 im P7? Ja, das ist schön optimiert. Gehen wir nochmal rüber auf 4K. Guten Abend, gute Nacht. Er ist gerade online gegangen. Welche Vega testet ihr gerade aus? Das ist die Red Dragon. Power Color Red Dragon. Riesentrümmer. Die testen wir gerade. Nettes Ding. 1330, 30 FPS. Merken wir uns das mal. Hau deine Camera um. Bams! Ja, easy. Easy peasy. Was hatten wir gerade? Wir hatten gerade so minus 100. Power Limit hoch. Und hier hatte ich, glaube ich, 1700 oder so. Keine Gnade. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder exklusives Vollbild, weil ich habe halt nur ein Full-HD-Display. Ihr seht nichts. Sorry.
Dann müsst ihr mir die 30 FPS jetzt einfach mal glauben. Es sind 4 FPS mehr. 5 FPS! Ein Mainboard ist zur Seite gekippt. Was zur Hölle? Gute Nacht, Affentango. Danke fürs Einschalten. Geht beim HBM-Speicher auch noch was? Man hört sie ein bisschen rauschen. Aber laut ist sie nicht. Ist keine laute Karte. Bisschen was geht, ja. Bei Tomb Raider geht es. Es sieht nicht so schön aus, aber es geht. Ja, ja. Sollen wir 900 MHz auf dem HBM probieren? Ja gut, die 64er Vegas, die haben auch besseren RAM drauf. Aber das ist mal eine geile kleine Karte. Leck mich in die Tasche. Die haben ja ursprünglich beim HBM haben sie 1 GHz avisiert, aber sie haben es nicht hingekriegt. Das ist ja der Hauptgrund, warum die Vega-Karten so teuer sind. Sag mal, was ist der Vorteil von meinem HBM-Speicher? Platzersparnis vor allem. Und halt auch die Speicherbandbreite ist sehr gut beim HBM. Im Endeffekt sparst du halt Produktionskosten bei der Platine selber, weil du halt alles auf einem Chip vereinen kannst und halt die Speicherbandbreite halt sehr, 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 sehr hoch ist. Aber das halt mit dem Stapelspeicher, das hat sich halt AMD gehörig verkalkuliert bei Vega. Das hat alles viel zu lange gedauert. Ja, aber die Karte hat schon Dunst, weil Rise of the Tomb Raider und Light X12 ist ein sehr guter Stabilitätstest. So hat sich zumindest bei mir bisher immer gezeigt. Pusht hier immer noch auf über 1600. Jetzt haben wir die 70 Grad Grenze geknackt. So ein guter Kühler, ne? Und das ist halt im geschlossenen Gehäuse. Das ist halt für meine Begriffe, das ist halt realitätsnäher als ein offenes Testbench. So. Finde ich. Ja. Oder halt ein Monster. Meine 56er macht bei neuem X dicht bei 0,5 Volt, okay? Kann ich die Spannung vom HBM dann auch einstellen? Aber ich bin beim Speicher sehr vorsichtig. Im Wattman, ah ja, okay. Stimmt. Ja, das ist dieses zweigleisig Fahren da. Da bin ich dann immer so ein bisschen selber zwiegespalten, ganz ehrlich gesagt. 950 FPS sind jetzt schlecht, weil das rausgetappt war.
1 Gigahertz, Feierabend. Oh. Und daher rühre ich den lieber gar nicht an. Also dem Chip selber mute ich was zu, aber dem HBM eher weniger. Oh, cooles Kärtchen. Schön. Vega. Ja, haben Sie gerade diesen Vega-Moment gesehen? Vincent Vega. So. Vega ist da mal weg. Oxalot, good night. Das nenne ich mal eine vernünftige Zockerbude. Danke, Max Salz. Retro in the house. So, machen wir nochmal an. Lassen wir nochmal auf Default laufen, das Ganze. Nur die Überwachung reinhauen. Oh, PUBG an. Brumm. Battle Eye Launcher. Ja, wird spannend, ne? Ob die wirklich so zulegen können bei normalen Games. Auf dem Papier sieht es halt erstmal nicht danach aus, ne? Aber man sieht es ja auch. Also das hier ist ja auch so ein 10 Teraflop Monster eigentlich. Sind das schon 10 Teraflops? Ja, ne? So. Vollbild. Und dann hier auch mal 1440p. Alles andere ist ja nur langweilig. Solo First Person. Ach, das Net-Framework. Wenigstens kommst du direkt da drauf. Also ab jetzt werde ich öfters an meinem Retro-System sitzen als an meinem richtigen PC. Bei den Preisen muss seine GTX 79 etwas länger durchhalten, ja. Volle Kanone angesteckt. Das macht schon sehr viel Spaß. Retro-Bastelei ist sehr, sehr cool. Das hier ist auch nicht schlecht. Bisschen Rumspinnerei. Bisschen ausprobieren. Scheint echt eine coole Karte zu sein. Also, ich hab sie mir ja nicht ohne... Ich habe sie mir ja nicht ohne Grund geholt. Ich hatte auch den Computerbase-Test gelesen und die haben halt die Sapphire Pulse-Version und halt diese Red Dragon hochgelobt. Die haben gemeint, die ist zwar optisch eher so langweilig, aber halt ein gutes Kühlsystem und eine tolle Karte. Folgende Features erfolgreich installiert. Na, was ein Glück. Versuchen wir das Spiel dann nochmal zu starten. Was ist von neuen GDDR zum HBM? Ja. Ist halt. Ne? Man bleibt bei. Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Was will er denn jetzt noch installieren? Oh, nicht Send and Close, das ist ja wahnsinnig. Schmiert der ab wegen dem OSD oder was? Ich hab's lange nicht mehr gemacht. Drecksack. Gute Nacht, Michael, Tobias. Hau rein. Seamörder, good night. Wo ist es denn hier?
Oder ist das immer noch das Ryzen-Übertaktungsproblem und PUBG? Ich dachte, das hätten sie eigentlich ausgemerzt, oder nicht? Da musst du beim Kompilieren... Ah, oh, scheiße. Schmiert echt ab. Da musst du beim Kompilieren aber die Einstellungen wählen. Und die Red-Achse ist, glaube ich, für die Beleuchtung, Mundraubritter. Ja, übertakteter Ryzen 5 und PUBG lässt sich nicht ins Spiel. Das kenne ich irgendwo ja. Vielleicht muss ich auch am PC einfach nur neu starten nach der Installation von dem Framework. Close without sending. Wir starten mal neu. Moderne PCs. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Ja, aber auch beim Kompilieren kannst du ja auch nur als Basis irgendwie nur mit Vertex-Licht oder so, irgendwie sowas in der Art, kannst du ja auch kompilieren im Hammer-Editor. Wir sprechen gerade über das Mappen. Ich habe nämlich vorhin eine alte Half-Life-Map von hier gezeigt. Die Lights.red. So. Ich lasse mal den Afterburner erstmal aus. Ja, ich will mal Rise of the Tomb Raider. Ich habe gerade an Rise of the Tomb Raider gedacht. Tut mir leid. PUBG mit Ryzen und Vega. Wir müssen draußen bleiben. Außerhalb des Frequenzbereichs. Es wird ja immer interessanter hier. Initializing. Das ist ein Käse. Was willst du denn da initialisieren, Freund? Lächerlich. Die Vega ist auf Standard. Ich habe ja nichts. Ich habe jetzt nichts eingestellt. Ist alles gut, also. Alles auf Standard. Das Prozessor-Overclocking habe ich heute noch im Intensivtest ausgelotet, getestet und das sollte eigentlich keine Probleme machen. Aber bei PUBG und neuem Treiber weiß man natürlich alles nie. Ich habe jetzt einen ganz aktuellen Treiber geladen. Für die Grafikkarte. Kann natürlich sein, dass der einfach nicht läuft. Aus Gründen, die keiner überprüft hat. Ja, wieder rausgeflogen. Oh man.
Ah, jetzt habe ich ja wieder Bilder an meinem Bildschirm. Wir überprüfen einmal kurz, ob das im Overclocking der CPU liegt. Ich habe gerade schon neu gestartet. Kein Problem. So, wir nehmen das jetzt einfach mal raus. Mein Prozessor über meine Prozessorübertaktung. Und da wette ich mit euch, läuft PUBG. Sehr, sehr, sehr komisches Verhalten. Okay. Wie soll ich denn beim Start? Nabensche! Kippenkurbler, ich grüß dich! Testen gerade so ein bisschen eine frische Grafikkarte aus. Liegt bestimmt an einem super ASRock Mainboard. Ja. Genau. Genau das wird sein. Was ist das für eine Raustab-Kirmes hier? Kennen wir das irgendwoher? Hallo? Ja, Mann, schmeiß mich doch in das Spiel. Oh, Steuerungsanleitung, ist ja toll. Abgeschmiert. Ist der neue Treiber vielleicht Käse? Ich habe... wann habe ich das nochmal gefragt? War das nicht gestern einer, der meinte, ja, da wird nichts mehr laufen mit den neuen Treibern? Der ist von Mai. Den 1882, den hier habe ich drauf. Den habe ich drauf, den 1882. So. Sehr suspekt. Naja, sonst müssen wir das mit Dingens jetzt einfach dran geben. Was soll ich jetzt hier großartig Treiber hin und her gedödel? Ach, wo sieht man die Treiberversion denn nochmal? Da, System. 1882, ja. Ja gut, ich streame ja auch nicht mit dem System. Ich greife das ja extern ab, ne? Meinst du, der Gerät ist zu groß? Das könnte sein. Wir probieren es einmal aus. Dit.
Das geht ja alles mit SSDs heute wunderschön schnell. Display Driver on Installer, bietet im abgesicherten Modus. Ja, Virtual Super Resolution habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja. Ich habe das Spiel ja auch gerade auf exklusives Vollbild gestellt, ne? Ja, vielleicht breche ich die Treiber der Installation mal ab. Das Overclocking war es ja offensichtlich nicht, das reaktiviere ich nun auch wieder. Wie viel wiegt ein Kilobyte? Sehr gute Frage. Wer hatte das VSR zuerst? Nvidia mit extra Tools. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich das jetzt abschalten und nochmal ausprobieren? Schalte es mal aus, probieren wir mal aus. Weniger als ein Terabyte. Sehr gut. Was haltet ihr denn von der Spielerei, von dem Gedanken? In meinem Hauptsystem steckt ja auch eine Vega 56, eine Referenz-Vega, eine Blower. Ob wir damit Tomb Raider wohl in 4K beflügeln können? Zwei Karten, so just for fun. Just for the Stromrechnung. Na, warte mal, wir probieren jetzt mal aus hier. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Kristallbatterie, dank dir. So, wir machen jetzt mal Virtual Super Resolution aus. Und gucken mal, was PUBG sagt. Es wäre aber fett, es wäre nett, ne, das mal auszuprobieren. Drück rein die Karte. Wir gucken noch mal, was PUBG jetzt sagt. Ich habe das VSR mal wieder ausgemacht. Sieht auf jeden Fall jetzt beständiger aus. Schmiert ab. Schmiert einfach ab, der Sack. Der Blödmann. Zwei Vega 56 undervolted, getrimmt auf Effizienz und dann 4K Tomb Raider. Yeah! Und alle nur so, yeah. Disable Wärmgrr-Echse. Was? Wie bitte? Also Treiber, ja. Ist. Dann bleibe ich jetzt aber beim Treiber, hol die zweite Grafikkarte. Weil... Jetzt PUBG auf Biegen und Brechen auf der Vega zeigen. Muss nicht sein. Ich habe heute eigentlich das Update machen lassen. Aber das ist natürlich auch noch eine Idee. Wududu. Wululu. Müsste ich nur eben die Karte unten rausrupfen aus meinem Hauptsystem, aber das ist eigentlich kein Akt. Steck mir die dabei. Ja, du kannst im MSI Afterburner kannst du beide Karten gesondert ansprechen. Ich weiß ja, wie ich meine Karte so auf 1400 in etwa bekomme. Nimm lieber Fortnite so. Habe ich leider nicht drauf. Windows Error Reporting Dienst? Achso, okay. Vega PUBG. Ja, genau. So läuft das. Mit dem 86K. und wenn man an der Kiste selber streamt. Ja. Auf Messerschneide.
Dateien erfolgreich geprüft. Alles in Ordnung anscheinend. Ja, die Benutzerkontensteuerung. Ja, ich bin aber auch einer, der ich störe mich nicht an Werbung oder so. Ich klicke ganz gerne was weg. Alles easy, alles cool. Ich bin da mal völlig gelassen. Nee, man kann dann hier unten kann man dann aussuchen, welche Grafikkarte man gerade ansprechen will. Also das ist kein Thema. Templimit 85 Grad. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir eine klitzekleine Pause. Ich hole die Karte, gehe mal auf Toilette, nehme eine Flasche Wasser mit. Und dann machen wir mal Crossfire-Action hier. Gute Idee? Ja, machen wir das. Weil ich werde heute nicht so alt wie letzte Woche. Das hatte ich heute auch schon angekündigt. Dafür haben wir heute ein bisschen früher angefangen. Insofern, machen wir mal ein bisschen Crossfire-Power. Und dann zocken wir ein Ründchen Tomb Raider. Na, ist doch eine gute Ansage. Also, bis gleich, Freunde.